Hallo, ihr Lieben. Hier sind wir wieder mit einer Reihe GoRegional. Wir sind immer noch im Gespräch mit Antje, der Deichschäferin. Und ja, sie hat uns so viel erzählt, deswegen machen wir immer kurze Abschnitte und versuchen zusammenzufassen, was sie uns gesagt hat. Letztes Mal haben wir darüber gesprochen, was unsere Schäfer hier schuften. Ja, eine schöne Alliteration. Und da soll es heute mit weitergehen. Antje sagte, wir bekommen gar keine Leute hier. 14 Tage war der längste hier vom Arbeitsamt, aber dann kommen die meisten am dritten Tag schon nicht mehr. Und jetzt im Moment, jetzt ist ja die Lammzeit, jetzt bist du jeden Tag und jede Nacht bei den Tieren. Wir schlafen dann abwechselnd. Dann kann aber auch sein, dass es eine schwere Geburt gibt. Und dass ich gerade mal 2 Stunden geschlafen habe und dann klingelt plötzlich mein Handy. Deswegen liegt das nämlich auch immer hier. Und ja, dann heißt es, kannst du mal kommen. Und dann arbeiten wir beide, mein Mann und ich. Und wenn wir das nicht schaffen und die Geburt ist zu schwer, dann klingeln wir noch unseren Sohn raus. Und der hat dann vielleicht gerade mal eine halbe Stunde geschlafen. Und dann muss der auch noch kommen. Und manchmal muss noch der Tierarzt kommen. Also im Endeffekt Familienbetrieb, anders geht das nicht. Anders würde es gar nicht gehen. Da würde man eingehen, denn man bekommt niemanden, der nachts da mitarbeitet. Das macht kein Mitarbeiter. Das kannst du nur selbst für deine Tiere machen. Ja, und dann erzählte sie, dass sie gerade Besuch hatte von jemandem aus Ulm, der ganz begeistert war, weil hier die Weiden so toll sind bei uns auf Eiderstedt. Und er sagt, wir hätten ja hier so hochwertige Weiden, so tolles Gras und eigentlich müssten doch jetzt alle Schäfer reich sein. In anderen Bundesländern müssen ja mit teurem Futter ihre Lämmer im Stall großziehen und das müssen wir hier nicht. Aber hier müssen wir Pacht bezahlen. Da hat er sich gewundert, wieso Pacht, fragt er. Ja, sagt Antje, wir bezahlen für den Deich, dass die Schafe da grasen dürfen, einige 1.000 Euro Pacht. Jedes Jahr im Oktober will das Land sein Geld sehen. In anderen Bundesländern dagegen gibt es Beweidungsgeld für ökologische Landschaftspflege. Und da lassen also die Schäfer ihre Schafe fressen und die pflegen die Landschaft und dafür bekommen sie was. Das heißt, der Schäfer weiß, wie viel er beweidet und wie viel Geld er dafür bekommt und kann kalkulieren. Und die Lämmer, die kommen dann zusätzlich und die Lämmer muss der Schäfer dann also auch gar nicht verkaufen. Und wenn er sowieso die Lämmer in den Stall holen muss und mit teurem Futter dazu füttern, dann will er auch lieber gar keine Lämmer. Hat also gar kein Interesse, viele Lämmer großzuziehen. Hier bei uns auf Eiderstedt müssen sie aber von dem Ertrag leben. Wir haben hier also satte Weiden und die Schäfer könnten alle ganz reich sein, aber sie müssen einfach sehen, wie sie über die Runden kommen und dann leider auch die Lämmer verkaufen, um die Pacht zu bezahlen und zu überleben. Wir sind perfekt miteinander. Vielleicht. Wenn wir es schaffen, uns zu leben, wir sind geschaffen füreinander bestimmt. Wenn wir es verstehen, geht. Alles erhält.
ein leuchtender Stern. Wenn du mich nur zu entzünden verstehst. Wir sind perfekt miteinander. Vielleicht. Wenn wir es schaffen, uns zu leben, wir.